Also nur zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Wir haben bisher knapp 22.000 Karten verkauft. Das heißt, es gibt noch Karten in der Tageskasse, sowohl für Heimfans als auch für Gästefans. Am Sonntag oder ab Sonntag gibt es auch einen schönen Treffpunkt für alle Fans im Stadion, die Zäpfle-Hütte hinter der Nordtribüne. Fast anstich ist um 11.30 Uhr am Sonntag. Seid doch ihr ganz herzlich eingeladen, euch die Hütte mal anzugucken. Um die Uhrzeit dürft es auch alkoholfreies Bier geben. Sportlich sieht es so aus, dass Mensur Muica und Lukas Hufnagel seit der Woche wieder im Mannschaftstraining sind. Mike Franz und Nils Petersen trainieren heute wieder mit der Mannschaft. Alle weiteren Fragen bitte an den Trainer. Ja, Herr Streich, welche Lehren haben Sie aus dem Bochum-Spiel gezogen? Gut angefangen. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Also. Kein Problem. Gut angefangen und dann ein einfaches Gegentor gekriegt. Haben viel zu einfach sich rauslösen lassen, Spielverlagerung und nicht richtig aufnehmen. Und das hat natürlich Bochum total aufgebaut, weil davor hatte mir Möglichkeiten. Gleich nach 30 Sekunden mit der Balleroberung, da hatten wir nochmal eine Balleroberung, wo wir Konter spielen. Das war gut. Und dann waren wir auch relativ unbeeindruckt und haben aber dann nach 25 Minuten wieder eine einfache Torschance zugelassen. Und das ist das Problem jetzt gerade im Moment, außer dass man natürlich dann aus der ersten Halbzeit, aus der eine Chance wurde, Marc-Oliver Kempf querköpft und Flo Dieterlecher noch geköpft. Darf man natürlich ein Tor schießen, das ist eine Chance in der ersten Halbzeit. Aber man darf nicht, wenn man ein Spiel eigentlich so gut kontrolliert und auch so konstruktiv spielt, so einfach dann Torchance zulassen. Und zweite Halbzeit kriegen wir dann nach dem Standard, wo wir den Ball mit den Köpfen in das 2-0 und habe dann aber sofort, das war auch gut, mit dem Anstoß wieder Torchance zum 2-1. Und vorwärts spielen, aber dann insgesamt die Kompaktheit und die Überzeugung insgesamt war da nicht genug, um das Spiel für uns zu gestalten. War auch ein gewisser Abfall in der zweiten Halbzeit, ne? Ja, es war nicht mehr so wie in der ersten Halbzeit, das stimmt. Ja. Ist das generell ein bisschen ein Problem der Mannschaft, dass sie in der zweiten Halbzeit? Würde ich nicht sagen, aber es ist natürlich so, dass wenn du Spieler hast, die nicht regelmäßig durchgehend trainiert hatten und nicht in Top-Verfassung sind, dann kann das natürlich eintreten. Das habe ich ja schon mehrmals gesagt, hatten wir nicht zu viele Spieler, die nicht auf dem Top-Niveau sind körperlich oder waren. Auch vor dem Spiel, weil sie immer wieder Trainingszeit aussetzen mussten. Die Dominanz am Anfang war ja eigentlich schon beeindruckend, aber hat nichts gebracht, weil dann das frühe Gegentor kam. Im Nachhinein betrachtet wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, etwas zurückhaltender, kontrollierter zu agieren. Ja, Kontrolle entsteht, also du kannst. So wie mir presst habe, war es eigentlich optimal, um Kontrolle zu erlangen. Und genau das haben wir geschafft. Weil wir nämlich durch die Balleroberungen haben wir eigentlich den Gegner verunsichert. Bis zu dem Gegentor war es perfekt. Und wenn du dann so einfach das Gegentor zulässt, dann das hat nichts mit höher stehen oder tiefer stehen zu tun, sondern das hat was zu tun mit dem individualtaktischen Verhalten. Und das ist dann wieder, wie nach einem Einwurf können die durchwechseln und drei oder vier Spieler von uns lassen zu, dass durchgewechselt wird. Das geht natürlich nicht. Und dann stellen wir gut und gehen nach hinten in den Strafraum, weil ja der Flanke kommen kann, da verhindern wir die Flanke nicht, weil wir zu passiv sind und die Mitte nehmen wir nicht richtig auf. Und das hat dann mit Taktik nichts zu tun. Leider, weil ich es gern taktisch beeinflussen würde, das hat dann was mit individueller Herangehensweise zu tun. Das haben wir besprochen, das haben wir gezeigt. Das haben wir schon gegen Grasshoppers besprochen. Das müssen wir verbessern am Sonntag.
Das ist verpflichtend, dass man das verbessert, wenn man ein Spiel gewinnen will. In der ersten Halbzeit war man ja schon ein bisschen verwundert, weil es so gut lief auf dem Platz, angesichts der Top 10 Ausfälle, die zu verzeichnen waren. Mein Eindruck war, dass sich insbesondere halt auf die Bank ausgewirkt hat, dass so viele Spieler ausfielen, weil da saßen die Offensive nur Talente und keiner, wo du sagst, der bringt jetzt nochmal den Schwung, der dreht das Spiel um. Ja, also das Handy, ja, das war jetzt, Flo hat es gespielt und Amir Fahlein hat das erste gespielt, aber natürlich ist es, wirkt sich sowas dann insgesamt aus, das ist klar. Und auch, Marc Oliver Kempf, der wir da immer ausgesetzt hat im Trainingslager und so, dann, jetzt hat er eine Woche trainiert wieder, jetzt hoffe ich, dass es wesentlich besser ist, aber da ist natürlich dann, da ist dann halt irgendwann Konzentration weg in der zweiten Halbzeit und die Kraft. Und das war dann schade, dass es so war, aber wir hätten ja können in Führung gehen in Bochum. Die Möglichkeit war da und dann kriegst du natürlich einen Schub. Und wenn du natürlich so ein Tor zulässt, baust der Gegner total auf. So ein einfaches finde ich vollständig unnötig und dich baust ab. Das ist klar. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das Tor mache, waren wir ganz klar oben auf und der Gegner war ziemlich verunsichert, wie man sehen konnte. Aber dann darfst du sowas nicht zulassen. Wenn du das dann zulässt, dann dreht sich's um. Es ist schon vorhin erwähnt worden, dass der Mike Franz und auch der Nils Petersen heute wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Inwiefern ist es realistisch, dass die gleich am Sonntag mit dem Kader sind? Denkbar, dass sie am Sonntag mit dem Kader sind. Ich muss es erst anschauen, wie es ist im Training. Auch bei Mike Franz, weil der ja nun schon auch länger draußen war. Ne? Also ich meine, bei Nils Petersen war er ja nicht ganz so lange draußen. Aber ich lasse es einfach offen. Für mich selber auch. Ich lasse es einfach offen und schaue es mir an. Wir haben eine gewisse Situation, wie Sie alle wissen. Und von dem her lasse ich es einfach offen und lass die zwei Training auf mich wirken und dann schauen wir, ob es mehr Sinn macht, nur nochmal Trainingswoche mit der Mannschaft zu haben, was durchaus denkbar ist. Aber durch die besondere Situation kann es auch sein, dass man dann ungewöhnliche Dinge auch macht. Aber ich kann es noch nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber ungewöhnliche Dinge heißt nicht, dass es denkbar wäre, dass einer beginnt. Wie gesagt, ich lasse alles offen für mich. Ich habe mir jetzt keine Gedanken gemacht. Ich bin froh, dass Sie heute im Training sind und dass das möglich ist. Und dann schauen wir hin. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es noch nicht. Normalerweise macht man das nicht. Und die sind heute das erste Mal im Mannschaftstraining? Die sind heute, gestern schon ein bisschen mit trainiert und sind heute im Mannschaftstraining. Zweites dann. Sie haben zu Teilen mit trainiert. Herr Streich, ist die Beobachtung richtig, dass der Florian Niederlechner eine neue Farbe bringt in das Offensivspiel vom SC? In seiner Art und Weise zu spielen, fand ich, hatten wir bislang noch nicht in der. Sie meinen Dynamik, ja, diese Präsenz? Ja, diese Art Spiel, finde ich. Viel ausmacht, ja. Finde ich, deshalb wollte man, finde ich auch, dass er etwas sehr, was Frisches hat für uns, was, wo Energie da ist, wo man Energie sieht und finde ich auch. Also das ist, tut uns gut und bereichert uns, absolut. Kann auf verschiedene Positionen ausspielen, wenn du mit einem Stürmer spielst und mit zwei Zehner hinter dran oder zwei Achter, kann er ausspielen, er hat alles schon gespielt. Naja, er arbeitet gegen den Ball. Er ist fleißig, er hat auch Power drin, er hat Hunger nach dem Ball, wenn er nicht hat, sehe ich auch so. Hufnagel war nicht auf der Bank, war das verletzt? Magen-Darm. Das kam dann nur dazu. Freitag, der hat Magen-Darm-Grippe gehabt. Jetzt könnte man auf den Verdacht kommen, wenn sie irgendwas ändern und die zwei normalerweise nicht anfangen, dann kommt der Hufnagel für einen der vier
Offensiven und dann drängt es sich fast von alleine auch für wen. Ist das jetzt für Sie eine... Für wen, müssen Sie mich aufklären. Ich bin ich nicht kann so mir nicht vorstellen, dass Sie Niederlechner rausnehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie Grifo rausnehmen. Und sogar nehmen Sie nicht, wenn kein anderer mehr zurückkommt, dann wäre Hufnagel für Boileau. Denkbar. Hufnagel ist aber so gewesen diese Woche, dass die Krankheit ihn so geschlaucht hat, dass wir es von der Werte her gesehen haben, dann im Training. Und er noch nicht gestern bei, also nicht annähernd bei 100% Kraft war. Das kann ich sagen, weil er doch die Magen-Darm-Geschichte ihn doch ziemlich mitgenommen hatte. Von dem her hoffe ich, dass es heute besser ist. Und dann müssen wir ein bisschen aus dem Gefühl raus entscheiden. Wie vorhin haben Sie, Tati? Ja. Oder sonst, na bitte. Schönheit vor Alter. Aber okay. Gehen wir nach Erfahrung. Bitte. Ich weiß gar nicht mehr, was ich fragen wollte. Okay, dann Herr Streich, Sie haben vorhin angesprochen, dass die Situation eventuell ungewöhnliche Dinge erfordert am Sonntag. Ist das nur auf die Personalsituation hingesehen oder auch auf die Tabellenlage, in der jetzt der Nürnberg immer näher zu kommen scheint? Fürchten Sie, dass die Nürnberger Freiburg noch einholt demnächst? Wie meinen Sie das in Bezug auf ungewöhnliche Dinge? Ja, dass Sie deswegen vielleicht schon überlegen, am Sonntag den Petersen oder auch den Mike Franz in den Kader zu nehmen oder gar in die Startaufstellung, damit man sagt, damit hat man bessere Chancen gegen Düsseldorf zu bestehen und auch den zweiten Tabellenplatz dann zu verteidigen. Ja, wir werden am Sonntag alles dafür tun, dass wir um das Spiel zu gewinnen und versuchen, das Spiel zu gewinnen. Und dann schaut man auf die personelle Situation und schaut auf die Form der einzelnen Spieler, wie immer. Und wir dann entscheiden, und da die jetzt nach ein paar Wochen Verletzung ins Mannschaftstraining zurückkommen, schauen wir heute das Mannschaftstraining an und dann, normalerweise, wenn jemand nach ein paar Wochen zurückkommt, wäre jetzt ziemlich wahrscheinlich, dass sie nicht im Kader sind. Und aufgrund dieser Situation, wie sie ist, kann es sein, dass sie im Kader sind, wenn es Sinn macht. Und das ist die ungewöhnliche, das wäre die ungewöhnliche Maßnahme. Okay, aber dass am Montag eventuell im Falle einer Niederlage, ja, jetzt angenommen am Sonntag, dass sie dann am Montag Nürnberg in der Tabelle überholt, von Platz 2 verdrängt, spielt das auch mit in den Überlegungen oder haben Sie überhaupt keine Angst davor? Ja, was für Überlegungen soll ich anstellen? Wie meinen Sie das? Ich beziehe mich auf unser Spiel, dass wir unbedingt Spiel gewinnen wollen. Was hat es mit Nürnberg am Montag zu tun? Ja, falls Sie dieses Spiel am Sonntag nicht gewinnen und Nürnberg am Montag gewinnt... Dann sind die Nürnberg Zweiter. Da haben Sie recht. Würde Sie nicht allzu groß stören jetzt. Ja doch, wir wollen ja ein Spiel gewinnen. Alles klar. Also das stört uns immer, wenn wir das Spiel nicht gewinnen und jemand anders gewinnt das Spiel. Und deshalb tun wir alles, damit wir das Spiel gewinnen und jemand anders nicht. Aber ich meine, ich weiß nicht, was das jetzt für eine außergewöhnliche Situation ist. Die ist ja jede Woche so. Also, kann jetzt, weiß jetzt nicht, was Sie meinen ganz. Ja, vielleicht kann ich Sie noch nicht. Ist es okay? Ja, okay. Ja, empfinden Sie das jetzt nicht als eine besondere Drucksituation, die bei einem anderen Ergebnis in Bochum nicht gewesen wäre? Ja, besondere Drucksituation. Wir haben das Spiel verloren in Bochum. Wenn du das Spiel verlierst, wenn du nochmal das Spiel verlieren würdest, wäre es nicht gut. Wenn du das Spiel gewinnst in Bochum, dann ist es besser. Insofern, wenn Sie das meinen mit Drucksituation, dann immer wenn du ein Spiel verlierst, im Fußball hast du nächstes Mal gefühlt ein bisschen mehr Druck. Das stimmt. Das ist immer so. Außer Bayern München. Irgendwie. Weil die ja meistens dann mit 10, 12 Punkten vorne sind und wenn sie dann verlieren, haben sie nur 9 Vorsprung. Dann relativiert sich das bei allen anderen, ist es so. Aber also damit sollte man schon umgehen können und das können wir, glaube ich. Uns geht es, nur diese ganze Berechnung interessiert mich auch nicht, sondern mich interessiert, in welchem Zustand die Mannschaft ist, wer zur Verfügung steht und
mit welcher Power. Das ist alles Entscheidende. Weil wir nicht auf die andere schauen wollen, sondern auf uns. Düsseldorf hat ja eine schwierige Situation. Die sind hinter den Saisonzielen her, mit Sicherheit. Krebsen da mit Tabellenänderung. Neuer Trainer, der verliert auch gleich. Was bedeutet das für das Spiel? Ich weiß nicht, was es bedeutet. Jetzt haben sie die Situation, dass sie nicht gegen Gegner spielen, wo nicht erwartet wird, dass sie vor dem Spiel, dass sie auf jeden Fall gewinnen werden und dass sie ein Auswärtsspiel, das können sie uns erstmal machen lassen. Und haben, wenn wir schon von Druck reden, wahrscheinlich da jetzt ein bisschen weniger Druck. Dass die nicht mit der Situation zufrieden sind, ist klar, Düsseldorf, weil sie andere Ansprüche haben. Aber für uns hat jetzt der Gegner keine so große Relevanz. Für uns hat mehr Relevanz unsere eigene Mannschaft. Gut, aber ein bisschen schauen Sie natürlich schon auf den Immer. Gegner. Immer. Ja, wir studieren den Gegner, aber es gibt nicht so viel zu studieren. Der Trainer ist neu. Ich habe ein Spiel gesehen von ihm. Natürlich war er vorher Trainer in anderen Mannschaften, da kann man auch schauen. Und die Vorbereitungsspiele, die werden studiert, so wie ich unsere Spiele auch studieren werde. Und dann werden wir eine taktische Ausrichtung finden und wählen, die wir geübt haben. Und werde viel weniger festmachen am Gegner trotzdem, nochmal. Natürlich werden wir die Gegner genau studieren, aber es geht um unsere Herangehensweise, um unsere Ruhe am Ball und unsere Ballsicherheit und unsere Passqualität. Ein ganz wichtiger Faktor, unser Zweikampfverhalten. 1-1. War Düsseldorf so schwach oder so harmlos in dem ersten Spiel, wie es in der Düsseldorfer Presse gemacht wurde, oder haben Sie da andere Dinge gesehen? Ich sehe ja immer andere Dinge noch, als in der Presse steht, weil da ist immer natürlich auch Enttäuschung mit dabei und Emotionalität. Und Düsseldorf ist eine große Stadt in Deutschland und die hat einen hohen Anspruch. Sowohl als Stadt und dann auch an ihr Fußballverein. Und von dem her, ich habe jetzt da gar nichts gelesen, das interessiert mich auch nicht, was da beurteilt wird, wirklich, sondern ich schaue mir, nehme die ganze Zeit und schaue mir die Videos an und habe jetzt nicht so viele Videos zum Schauen beim neuen Trainer. Aber das, was ich habe, das kann ich eingehend studieren. Das haben wir gemacht und jetzt gehen wir wesentlich auf uns. Und wenn Sie die Leistung der Düsseldorfer gegen Heidenheim gesehen haben und sehen, was noch Spieler im Kader sind, rechnen Sie, dass mehr oder weniger zwangsläufig Ihr Kollege auf Schmerren, wo Sie, dass eine ganz andere Anfangsformation hierher kommt wie gegen Heidenheim? Eine ganz andere glaube ich nicht, aber das kann sein, dass zwei, drei Spieler andere Spieler auf dem Platz stehen. Klar, das ist immer möglich, wenn eine Mannschaft dann verloren hat und nicht ganz zufrieden war mit dem, was sie gespielt hat. Aber wie gesagt, das können wir nicht beeinflussen. Wir können dann Dinge vermuten. Ist aber nicht so wichtig. Entscheidend ist, wie wir in das Spiel gehen, ob wir die Ruhe finden am Ball, ob wir das Vertrauen finden in unser Spiel. Dass wir die Spielaufbausituationen richtig lösen, dass wir gute Entscheidungen treffen, dass die Spieler gut miteinander harmonieren, dass wir gute Umschaltbewegungen haben. Das ist für uns jetzt enorm wichtig am Sonntag, weil wir das erste Mal jetzt daheim spielen, dass wir am Sonntag für unsere Ansprüche ein gutes Spiel machen, das wäre sehr, sehr hilfreich, weil dann wieder Vertrauen wächst. Weil die Spieler natürlich wieder sich Vertrauen erarbeiten müsse für sich selber nach den vergangenen Spielen. Düsseldorf hat die wenigsten Tore geschossen in der Liga mit 60. Ich weiß es nicht, es kann sein, ich habe nicht geschaut. 15 beide. Okay. Der schlechteste Wert. Okay. Ist Ihnen das aufgefallen bei der arbeiten die wenig Torchancen aus, sind die nach vorne? Sie hatte nicht so viele Torchancen gegen Heidenheim. Sie hatte ein paar, aber nicht so viel. Aber wichtig ist, wie wir am Sonntag gegen die Spieler agieren. Djurdjic,
ist dabei, der kann Tore schießen. Wir müssen es verhindern. Bolli kann auch Tore schießen. Poyampalo kann auch Tore schießen. Und wir sind dafür da, dass wir es verhindern und dass wir so spielen, dass sie nicht viele Torchancen kriegen und dass wir selber uns Torchancen erspielen. Hören Sie noch sagen, wie es mit dem Maximilian Philipp in der Rekonvaleszenz aussieht? Ja, gut. Gut, wir sind zufrieden. Schauen wir mal, wenn es am Wochenende so weitergeht mit dem Training, dass er dann hoffentlich nächste Woche, dann vielleicht Mitte nächster Woche oder gegen Ende nächster Woche ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Aber wenn er so gearbeitet hat, dann das ist möglich. Stand jetzt, heute, Freitag. Gestern war es ganz gut, wo er draußen war. Und konnte da individuell ganz gut arbeiten und sieht ganz gut aus. Bin zufrieden. Und noch eine indiskrete Frage, der Abrashi und der Höfler sind sich ja ganz stark gesetzt. Wo könnte für den Stenzel am ehesten ein Türchen aufgehen? Oder ist er noch zu weit weg von so einem Türchen? Na, er macht's gut, er ist sehr engagiert. Natürlich ist er noch jung, er muss jedes Training nütze, damit er da die Zweikampfhärte kriegt. Aber er hat schon rechte Seite gespielt, schon mal Innenverteidiger gespielt, wobei das sehen jetzt im Moment nicht, aber rechte Seite, ein Sechser. Und dann ist es so, dass bei uns, bei Sechser ist das so, toi toi toi, aber man hofft, dass nichts passiert, aber wenn was passiert, es geht ja schnell, haben wir ja gesehen, dann müssen die Spieler da sein und müssen dann in die Fußstapfen treten. Und da kann ich mir auf der Seite vorstellen oder im Zentrum. Okay. Okay.